Ganz herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Transfermarkt TV. Wir haben heute wieder viele spannende Themen, natürlich die WM betreffend, aber auch das ein oder andere Gerücht ist heute am Start. Zum Beispiel geht es auch mal wieder um Jan Sommer und zwar im Zusammenhang mit dem FC Bayern München. Außerdem gibt es neue Meldungen rund um WM-Finalist Markus Thüram. Dazu später mehr in unserer Gerüchteküche. Wir starten jetzt aber erst einmal rein in die fixen Wechsel und da haben wir direkt mal einen, der es so richtig in sich hat. Es geht um ein Riesentalent aus Brasilien. Viele sagen, das größte seit Neymar. Und wie sollte es auch anders sein? Ein brasilianisches Top-Talent, da hat in den vergangenen Jahren eigentlich immer Real Madrid zugeschlagen. So auch dieses Mal. Es geht um Endrick, den gerade mal 16-Jährigen. Der kommt von Palmeiras zu Real Madrid. Die Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro wurde gezogen. Das Ganze wird in verschiedenen Tranchen gezahlt, also erst einmal 35 Millionen plus dann später mehr. Außerdem kommen wohl noch ordentlich Steuern rauf. Es gibt Berichte, wonach Real Madrid alleine 12 Millionen Euro Steuern für diesen Deal zahlen muss. Und Endrick, der kommt nicht sofort, sondern an seinem 18. Geburtstag, also im Juli 2024. Und dann soll das Talent sich bei den Königlichen entfalten. Nicht ganz so viel Rummel wurde um dieses brasilianische Talent gemacht. Luizão ist 20 Jahre jung, spielt auf der Innenverteidigerposition und hat beim FC São Paulo in der Serie A 14 Spiele gemacht, ein Tor erzielt. Sein Marktwert liegt bei 1 Million Euro und West Ham hat nun zugeschlagen. Könnte auch ein interessanter Deal sein, wird sich dann zeigen, wenn Luizão in der Premier League Spielzeit bekommt. Markus Kuster wechselt in die Schweiz und zwar schließt sich der Österreicher dem FC Winterthur an. Der 28-jährige Torwart hatte zuletzt beim Karlsruher SC unter Vertrag gestanden, für den KSC aber nur 5 Partien absolviert. Und Drittligist Erzgebirge Aue verstärkt sich für den Kampf um den Klassenerhalt mit einem Spieler vom KSC. Kilian Jakob, der 24-jährige Linksverteidiger, kommt aus Karlsruhe und trifft in Aue auf den neuen alten Coach Pavel Dotschev. Das also mal die erste Übersicht über das, was ganz aktuell schon in trockenen Tüchern ist. Aber wir machen direkt mal weiter mit unserer Gerüchteküche und da sind auch wirklich sehr, sehr spannende Namen mit am Start. Und aktuell, da guckt man sich ja in Gelsenkirchen bei Schalke 04 durchaus um auf der Suche nach Verstärkungen. Es sind diverse Laien im Gespräch und zwar möchte man dabei vor allen Dingen 2 Positionen gerne verstärken. Einmal das Mittelfeldzentrum und auch die Außenbahn und fürs Zentrum, da soll Niklas Tauer in den Fokus gerückt sein. Bei Mainz 05 aktuell unter Vertrag, da aber nur 3x über 90 Minuten. Schalke möchte ihn wohl ebenso ausleihen wie für dann die Außenbahn Tim Skarke von Union Berlin. Es gibt verschiedene Berichte von Sky und Sport 1, wonach er hier, Jan Sommer, ein Kandidat sein könnte beim FC Bayern. Das kommt dann doch durchaus überraschend. Die Ereignisse haben sich da ja in den vergangenen Wochen auch überschlagen. Manuel Neuer verletzt. Jetzt sollte ja eigentlich der Leihspieler Alexander Nübel zurückkommen. Da stellt sich aber wohl die AS Monaco quer und dann könnte Jan Sommer plötzlich ein ganz heißer Kandidat werden. Laut Sport 1 soll das Ganze dann auch für den Sommer, also soll Sommer für den Sommer, wenn er dann ablösefrei zu haben wäre, nach Vertragsende in Gladbach sowieso auf der Liste der Bayern stehen. Heißt, Gladbach könnte jetzt noch eine Ablösesumme kassieren im Winter und Bayern hätte auf jeden Fall eine richtig, richtig starke Ersatzlösung für den verletzten Manuel Neuer. Spannende Meldungen sind das allemal. Es scheint, als könnte es in jede Richtung ausgehen, auf beiden Seiten, sowohl beim FC Bayern, dass Nübel vielleicht doch noch kommt, dass man Sommer jetzt verpflichtet oder vielleicht, dass auch der Schweizer Keeper in die Premier League geht. Alles möglich. Wir sind sehr gespannt, was ihr für die beste Alternative haltet. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.
Vom Kicker kommt folgender Bericht. Und zwar soll Wolfsburgs Joshua Gilavogie beim VfB Stuttgart auf dem Zettel stehen. Dort hat nämlich der neue Trainer Bruno Labbadia eine Schwachstelle ausgemacht. Und zwar die Stabilität im zentralen Mittelfeld. Gilavogie als erfahrener Recke könnte dann dort aushelfen. Wäre ein interessanter Wintertransfer. Gilavogie war ja eigentlich schon weg vom Fenster in Wolfsburg, hat sich dann aber im Sommer Einsatzzeiten unter Niko Kovac erkämpft, aber seit Oktober spielt er kaum noch, heißt, ein Wechsel wäre durchaus denkbar. Ein ganz interessantes Gerücht aus der Premier League, und zwar geht es um den FC Brentford. Dort soll man weiterhin um Kevin Schade buhlen, den Offensivmann vom SC Freiburg. Der ist ja gerade mal 21 Jahre jung, wurde von einer Bauchmuskelverletzung zuletzt zurückgeworfen, hat aber wirklich ordentlich was auf dem Kasten, ganz großes Talent. Und die Bees sollen bereit sein, im Sommer angeblich eine Summe von 20 Millionen Euro plus Boni und eine Weiterverkaufsbeteiligung abzuschließen. Heißt, wäre ein spektakulärer Transfer und einer der teuersten Abgänge in der Geschichte des Sportclub Freiburg. Markus Thüram stand am Sonntag auf der größtmöglichen Bühne, als er im WM-Finale eingewechselt wurde und mit einer ordentlichen Leistung dann auch noch mal wenigstens dafür gesorgt hat, dass Frankreich zurück ins Spiel kam. Am Ende wurde es ja nichts, Argentinien bekanntermaßen Weltmeister. Nun berichtet die Bild von einem aufgewärmten Gerücht, denn vor ein paar Jahren, da war es ja schon mal richtig heiß zwischen Thüram und Inter Mailand, und das Ganze soll jetzt wieder Fahrt aufnehmen. Thürams Vertrag in Gladbach läuft ja im Sommer aus und jetzt könnte man noch eine Ablösesumme generieren. Gladbach soll wohl 12 Millionen Euro verlangen, das heißt, der Poker ist gestartet und ein Wintertransfer scheint denkbar. Enzo Fernandes ist auch so ein Fall. Der hat sich bei der WM mal so richtig ins Schaufenster gestellt. Für 12 Millionen kam er ja im Sommer von River Plate zu Benfica. Ein Deal, der sich richtig lohnt. Er hat eine Ausstiegsklausel über 120 Millionen Euro, also den zehnfachen Ablösesummenwert. Und kurz nach der WM kommen jetzt schon wieder neue Gerüchte auf, und zwar soll Newcastle United interessiert sein. Da gab es dann aber auch ein bisschen verhaltene Reaktionen. Die Summe, die man auf den Tisch legen müsste, die soll zu hoch sein und Fernandes zu teuer dementsprechend. Man muss dann wohl mal abwarten, wer bereit ist, Geld hinzulegen. Fakt ist, der Mann hat auf jeden Fall ordentlich was auf dem Kasten und ruft das schon in ganz jungen Jahren ab. Der beste junge Spieler der WM dürfte uns in dieser Sendung und in der Gerüchteküche noch eine ganze Weile verfolgen. Daley Blind spielt seit ein paar Monaten nicht mehr die größte Rolle bei Ajax und es wurde kein Hehl draus gemacht, zuletzt in der Presse zunächst, dass man bei Royal Antwerpen Interesse am Verteidiger hat. Nun wurde das vom Trainer dort bestätigt. Marc van Bommel sagte, ich hätte nichts dagegen. Wenn er kommt, könnte jetzt also auch heiß werden, was einen prominenten Wintertransfer angeht. Ja, und ihr habt es gerade in der Gerüchteküche auch schon im Ansatz mitbekommen. Natürlich gibt es bei der WM in Katar einige Spieler, die sich richtig in den Vordergrund gespielt haben und die das Interesse auf dem internationalen Transfermarkt mal so richtig geweckt haben. Wir wollen euch mal ein paar spannende Namen zeigen und haben die entsprechenden Gerüchte dazu auch mal grafisch für euch aufbereitet. Natürlich mit dabei Marokko, gleich mit zwei Spielern, wo sich die Gerüchte häufen. Azedine Unai und Sofiane Amrabat, quasi die Mittelfeldachse. Da sehen wir gleich mal wirklich haufenweise Gerüchte, große Namen teilweise. Bei Unai wurde zuletzt Leicester City als Favorit gewertet, aber auch der FC Barcelona soll dabei sein und Amrabat dann gleich mal mit Atletico, Liverpool und Tottenham. Also auch die große internationale Prominenz. Mohamed Kudus hat in der Liga fast noch ein bisschen mehr für Aufsehen gesorgt und in der Champions League, aber auch ordentlich gespielt bei der WM. Bei ihm sind die Namen auch klanghaft: United, die Spurs, der BVB und Barcelona.
Cody Gakpo hätte es eigentlich auch nicht nötig gehabt, sich ins Schaufenster zu stellen, aber der hat nochmal richtig herausgeragt bei den Niederlanden und das Interesse an ihm war vorher schon enorm. Es dürfte weiter gewachsen sein, vor allen Dingen bei United und Real Madrid. Dann haben wir eben ja schon berichtet über Enzo Fernandes und aufkommendes Interesse bei Newcastle United. Nach wie vor wird er auch mit dem FC Liverpool und Real Madrid in Verbindung gebracht. Der Schützling von Roger Schmidt hat einen unglaublichen Sprung gemacht im letzten halben Jahr. Bisher ist da noch keine Schwächephase in Sicht. Dann haben wir auch noch einen Bundesliga-Profi mit Josko Guardiol, der einer der besten Innenverteidiger des Turniers war, auch in die Elf des Turniers gerückt ist. Da ist die Liste der Interessenten lang. Manchester City, der FC Bayern, Manchester United, Chelsea und Real Madrid. Aber der neue Sportdirektor von RB, Max Eberl, der hat ja gesagt, alle Anfrage-Mails für Guardiol, die landen sofort im Spam-Ordner. Also ein Wintertransfer zumindest scheint da erstmal ausgeschlossen. Bei Dominik Livakovic, dem Elfmetertöter von Kroatien, da kamen ja Gerüchte zum FC Bayern auf, natürlich wegen der Verletzung von Manuel Neuer. Und bei Markus Thuram, wir hatten es auch eben schon in der Gerüchteküche, da wird es ja mit Inter Mailand heiß. Auch dort gibt es reges Interesse am WM-Finalisten. Und auch unsere Statistik des Tages behandelt die WM, beziehungsweise geht es dabei um die Endspiele. Wir wollen nämlich mal schauen, welche Spieler in der Geschichte die meisten Treffer in WM-Finals erzielen konnten. Und vielleicht habt ihr es ja auch schon mitbekommen, seit Sonntag gibt es in dieser Statistik eine neue Nummer 1. Wir zeigen euch mal die Top 5 der Top-Torjäger in WM-Finals. Da haben wir Pelé, der war dreimal im Finale, erzielte insgesamt 3 Tore. Sein erstes hat er auch gerade mal mit 17 Jahren gespielt. Dann Zizou, Zinedine Zidane, 1998, ein Doppelpack im Finale geschnürt beim 3:0 und 2006 den Elfmeter gegen Buffon, gegen Italien, das macht 3 Tore. Vava, eine alte Brasilien-Legende, 2002 verstorben, 3 Tore in 2 Finals. Das Bild hier vergessen wir natürlich ganz schnell mal wieder. Geoff Hurst beim bisher einzigen Triumph der Engländer 66, 3 Tore im Finale. Und Kylian Mbappé, der erzielte auch eben 3 Treffer in einem Finale und zwar jetzt am Sonntag. Aber er hat ja auch schon vor 4 Jahren einmal eingenetzt gegen die Kroaten. Das heißt 4 Tore in 2 Finals. Kylian Mbappé ist der Spieler mit den meisten Toren in WM-Finals und vielleicht wird er in seiner Karriere ja nochmal ein Endspiel erreichen. Und zum Schluss haben wir nochmal ein paar schnelle, wichtige Meldungen in unserem News-Ticker für euch aufbereitet. Und die erste kommt aus der Ligue 1. Es geht um den früheren Serienmeister Olympique Lyon, denn der Verein hat einen neuen Besitzer, wurde verkauft und zwar 77,5%, das ist eine absolute Mehrheit, gingen an eine US-Holding, Eagle Football, die sich bereits bei mehreren Vereinen auf dem europäischen Markt eingekauft hat. Bei Juventus Turin, da ist ja gerade hinter den Kulissen jede Menge los. Es scheint auch fast, als ob die Zeit der großen Monstertransfers erstmal vorbei sei. Dazu passt, dass Samuel Illing Junior, 19-jähriger Linksaußen, befördert wurde und zwar aus der zweiten Mannschaft. Er hat gerade seinen Vertrag, der eigentlich auslief bis 2025, verlängert und ist nun Profi. Sein Marktwert liegt bei 3,5 Millionen Euro. Was war vor dem Endspiel nicht alles diskutiert worden? Karim Benzema doch noch im Kader für das Endspiel. Der Weltfußballer, da wurde viel spekuliert, soll nach Katar nachgereist sein. Dann wurde es doch nichts. Man suchte ihn im Kader des Endspiels vergeblich. Und nun hat er nach 97 Länderspielen seine Nationalmannschaftskarriere beendet, ist aus der Nationalelf zurückgetreten. Unterm Strich stehen 37 Tore. Damit liegt er immer noch ein Tor vor Kylian Mbappé. Allerdings dürfte man natürlich in Frage stellen, dass das noch lange so bleibt. Gareth Southgate hatte sich nach dem WM aus Bedenkzeit gebeten, ob er denn weitermachen würde oder nicht. Nun wurde bestätigt, Southgate bleibt Coach der Three Lions und wird mit der Nationalmannschaft in die Europameisterschaft in Deutschland starten in 1,5 Jahren.
Ja, eine sehr unschöne Meldung aus Wales. Und zwar wurde Cardiff City mit einer Transfersperre belegt. Der Hintergrund ist ja ein ganz trauriger. Es gibt einen Streit um Emiliano Sala. Der wurde damals von Nantes verpflichtet. Und auf dem Weg nach Cardiff ist sein Flugzeug abgestürzt. Sala verstarb und Cardiff weigert sich bis heute, die Ablösesumme zu zahlen. Auch mehrere Gerichtsurteile änderten daran nichts. Daraufhin jetzt diese Sperre, ein trauriger Schlusspunkt in dieser Geschichte. Der frühere deutsche Nationalspieler Andreas Beck hat seine Karriere beendet. Der 35-jährige Rechtsverteidiger hatte zuletzt 3 Jahre bei Kas Eupen gespielt und gab zu Protokoll, für seine nähere Lebensplanung haben die vorliegenden Angebote einfach nicht gepasst. Das war's für heute von Transfermarkt TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr könnt natürlich nach wie vor gerne unter diesem Video eure Meinung verewigen. Schreibt sie in die Kommentare. Und dann habe ich noch 2 Empfehlungen für euch. Ihr könnt einmal hier unsere Playlist mit den Transfermarkt TV Highlights anschauen. Und da unten unser aktuellstes Video. Bei beidem ganz viel Spaß und bis bald hier bei TMTV.